So, einen wunderschönen guten Tag. Das ist jetzt Version 2. Ich habe gerade schon probiert, hier mehr oder weniger vergeblich hier das zu teilen. So funktioniert es jetzt. Also, mein Name ist Oliver Gassner. Das ist ein Video für die Playlist Xing auf meinem YouTube-Kanal Oliver Gassner, alles in einem Wort. Und was ich mache, ist, dass ich gelegentlich Xing-Profile checke auf Bitten der Eigner und die wissen dann auch, dass ich da ein öffentliches Video draus mache. Und so sieht das jetzt hier aus von Franklin, der Franklin Ufford oder Ufford. Der hat mich gebeten, sein Profil zu checken. Ich habe ihn kennengelernt beim Barcamp Bodensee und so sieht sein Profil aus. Ich hatte auch eine kleine Session zu Profilen gemacht. Ob ich jetzt die Sachen gesagt habe, ob er die jetzt beherzigt hat oder nicht, ich tue jetzt einfach mal so, als hätte ich das Profil, würde ich das jetzt das erste Mal sehen. Logischerweise, wenn ich Leute frage, was ist das Wichtigste am Profil, dann kommt eigentlich immer das Foto und das ist auch hier so. Ich empfehle bei Fotos auf Social Networks, vor allem auf Business Networks, vor allem Ansprechbarkeit zu signalisieren. Und das tut man meistens, indem man ein bisschen freundlich guckt. Franklin guckt jetzt eher so ein bisschen meditativ, verträumt in die Ferne. Kann man machen. Lockerheit wird zwar signalisiert hier durch den offenen Kragen, wobei ich jetzt nicht weiß, ob der nicht vielleicht ein bisschen arg weit offen ist. Ja, das sieht eher aus ein bisschen wie ein Setcard-Foto oder sowas. Aber eine Sache ist bei Franklin so, wie es bei sehr, sehr vielen Fotos bei Xing ist. Sehr, sehr viele Leute benutzen nämlich ein Bewerbungsfoto. Und Bewerbungsfotos sind im Prinzip dafür optimiert, oben rechts oder auf der Mitte von so einer Seite platziert zu werden. Und deswegen sind die Leute hier meistens nach links gewendet. Wenn ich jetzt aber so ein Foto links an den Rand packe, so wie eben beim Xing-Profil, dann wirkt es so, als ob die Person nach außen guckt. Ich kann euch das jetzt gerade nicht demonstrieren, weil ich nicht den Bildschirm teile, sondern nur dieses Applikationsfenster. Aber ich würde hierher gehen und dieses Foto hier noch spiegeln. Dann, was das nächste ist bei dem Foto, ist, dass der Gesichtsausschnitt relativ klein gewählt ist und dann hier noch Klamotte mit transportiert wird. Auch das ist typisch für Bewerbungsfotos. Ich würde bei Profilfotos im Rahmen von einem Social-Media-Profil es eher bevorzugen, dass das Gesicht so groß wie möglich wird, denn wir sehen hier oben bei den beiden kleinen Fotos, das wird dann schon sehr arg klein und auch alles Mögliche an Kontrast, egal ob man jetzt helle oder dunkle Haut hat, das verschwimmt und man kann das dann nicht mehr so genau sehen. Also insofern würde ich dazu raten, das Gesicht möglichst groß, also jetzt nicht übergroß, aber doch möglichst groß in das Fenster reinzunehmen. Dann gucke ich jetzt gerade mal, aha, also er hat hier das Portfolio aktiviert, aber gucken wir mal bei den Profildetails, wie lange Franklin hier schon bei Xing ist, seit 26. Januar 2017. Für den die kurze Zeit, also 4 Monate, sind 65 Kontakte gar nicht so schlecht. Ich vermute aber, dass er durchaus aus seiner bisherigen Berufstätigkeit oder Studium oder was auch immer es war, deutlich mehr Leute kennt. Also ich würde an der Stelle noch ein bisschen die Kontaktbasis weiter ausbauen. Dazu kann man ganz prima hier diese Funktion Meine Kontakte nutzen und dann entweder hier, wenn man studiert hat, zum Beispiel die Funktion Jahrbuch nutzen oder hier die Funktion Kontakte finden. Also das sind so zwei Funktionen, die man da prima nutzen kann, um hier Leute sozusagen zu finden, die man bereits kennt. Ich bin jetzt nicht zwingend dafür, Leute anzuquatschen, die man noch nicht kennt. Das wäre dann für Fortgeschrittene. Da kann man dann drüber reden. 100% Aktivität ist natürlich auch nicht schlecht, wobei ich durchaus empfehlen würde, das auszublenden. Das kann man bei den Profileinstellungen machen, weil wenn man wirklich mal ein langes Wochenende hat, so wie jetzt, ich nehme das hier kurz nach dem 1. Mai auf, wenn da ein Feiertag ist, an einem Wochentag, dann hat man meistens ein bisschen weniger, also war ein Montag, hat man meist ein bisschen weniger Aktivität oder war ein paar Tage offline. Und dann geht das relativ schnell runter. Ich würde also diese Aktivität ausblenden. Dann hat er hier oben, also neben dem Bild, ist natürlich der Name relevant. Den sucht man sich natürlich nicht aus. Aber hier
bei Vendor Pride oder Online Marketing Manager hat Franklin jetzt nicht genauer angegeben, was er da macht. Vendor Pride, wenn ich es richtig verstanden habe, ist eine Plattform, um Inhalte zu monetarisieren. Und das könnte man ja irgendwie in diesem oberen Bereich pitchen, ja, dass man irgendwie erklären kann, was man da, was da funktioniert. Also in Klammern hinter Vendor Pride könnte so ein ultra kurzer Elevator Pitch angebracht werden und auch bei Online Marketing Manager. Das ist zwar schön, da steht Position, aber ich finde es dann immer spannender, dort reinzuschreiben, was man genau macht oder für was man denn eigentlich ansprechbar ist. Wenn ich das richtig verstehe, ist Franklin auch ein Einzelunternehmer. Insofern ist er da ja vollkommen frei, was er da in dieses Feld reinschreibt. Ich spreche mal vom sogenannten 5-Sekunden-Profil. Das heißt, dieser obere Teil des Profils, also Name, Firma, Position und dieses Profilzitat, das ist eigentlich die Chance, um in irgendeiner Form zu kommunizieren, was man denn eigentlich vorhat. Dann kommt hier das das Profilzitat, das ist verhältnismäßig lang und wenn ich jetzt hier sage, wenn Sie daran interessiert sind, Menschen einen Mehrwert zu geben, sie zu begeistern und auf diese Weise Kundenbindung zu schaffen, unterstütze ich Sie gern bei Ihrem Vorhaben. Mit einer smarten Inbound-Marketing-Strategie werden potenzielle Interessenten in loyale Kunden umgewandelt. Mehr dazu erfahren Sie auf. Puh, ja, das ist so dieser Pitch by Non-Pitch, ja, also dann habe ich eigentlich immer Lust, Bingo zu rufen, ja, also Mehrwert, smarte Inbound-Marketing-Strategie, ist es eine Strategie oder ist es ein Tool? Wenn es eine Strategie ist, verkauft man Beratung, wenn es ein Tool ist, verkauft man irgendwie Online-Zugang von irgendwas, also finde ich hier ein bisschen schwierig. Grundsätzlich hat Franklin, der ein Basisprofil hat und da kann er auch gar nicht viel mehr einpflegen, hier das Portfolio als Startseite genutzt. Da kann er also auch nur das Foto nutzen. Da guckt er wieder nicht besonders freundlich und es ist wieder verhältnismäßig klein gestaltet. Kann man aber grundsätzlich natürlich so nehmen. Aber dann einen Schritt weiter als die Konkurrenz. Erfahren Sie, wie Sie mit Inbound-Marketing Leads generieren, Neukundengewinn und Kundenbindung schaffen. Das ist alles so, es bleibt alles sehr im Schwebenden. Und wenn ich jetzt sage, wenn der mir das nicht in der Sprache erklären kann, was er tut, die ich auch spreche, dann interessiert mich das nicht. Also vielleicht sollte man sich ein bisschen davon lösen, dass man sagt, das muss jetzt alles so heißen, wie ich das nennen will, sondern das darf ruhig so heißen, wie der Kunde es versteht. Also eigentlich geht es ja darum, dass der Köder dem Fisch schmeckt und nicht dem Angler, also muss ich auch die Sprache sprechen, die mein Kunde versteht. Warum hier zum Beispiel, es sind dann so typografische Kleinigkeiten, warum hier die Schlusszeichen sind und dann der Punkt oder warum hier überhaupt ein Punkt ist, weiß man nicht so genau, wenn der Punkt dann vor dem Schlusszeichen. Was Franklin hier natürlich gut macht, an beiden Stellen, sowohl hier im Profilzitat als auch auf der Portfolio-Seite ist, dass er hier auf seine Seite verlinkt. Das kann man jetzt gerade mal gucken, ob das so funktioniert. Ja, die kann ich mal teilen. Haben wir jetzt wieder den Fall, das ist nicht so besonders, also es ist so ein berühmtes Hero-Banner, ja. Franklin als Privatperson, Franklin als Unternehmer, okay, alles im Leben beginnt mit einer Entscheidung. Cookies, okay, Cookie-Bestätigung, dann halt hier irgendwie ein Chatfenster. Ich wüsste jetzt aber gar nicht, was ich da fragen soll. Ja, und wenn ich jetzt sage, Franklin als Unternehmer, haben wir wieder das. Also ich kriege jetzt wieder dasselbe. Also ich weiß nicht, wie das jetzt wäre, wenn mich das jetzt wirklich interessieren würde, ob ich nicht an der Stelle schon ausgestiegen wäre, dass ich sage, das ist mir hier irgendwie zu wenig konkret, also schwer zu sagen. Ja, ich bin da ein Fan vom Konkreten. Also wenn jemand 3, 4, 5 Mal geklickt hat und ein bisschen gescrollt hat, sollte er grob verstanden haben, was der Wert für ihn ist. Da bin ich mir nicht sicher, ob das hier tut. Dann biete Suche, das ist ganz okay. Berufserfahrung, okay, da weiß ich jetzt natürlich nicht, wie lange macht er das bisher. Dann kann ich irgendwie noch gucken, okay, was ist Waylet? Also ich fühle mich gerade ein bisschen verloren. Was ist Waylet? Irgendwie Amulett der digitalen Zeit, Modeaccessoire,
Kommunikation in Gefahrensituationen. Da meine ich hätte sogar irgendwie was drüber gelesen. Es war, glaube ich, hier ein Team an der HTWG, was das gemacht hat, schwer zu sagen. Also wird irgendwie keine Zeit angegeben, kommt irgendwie aus dem Nichts, Fachhochschule Erfurt. Das ist jetzt auch nicht angegeben, wie lang er da war. Und so weiter. Naja, hier, die haben da mit dem Waylet haben sie irgendwie gewonnen, das meine ich in der Zeitung gelesen zu haben. Da könnte man zum Beispiel, wenn man zum Premium-Account bei Xing hätte, könnte man noch mehr Informationen einpflegen in die Portfolio-Seite und könnte da zum Beispiel eben diese Informationen mit dem Elevator-Pitch und so weiter, könnte man die da unterbringen. Ja, also grundsätzlich habe ich ein bisschen Schwierigkeiten mit der Aussagefähigkeit des Profils. Also ich wüsste jetzt nicht, also wenn ich jetzt dieses Profil sehen würde, ist die Frage, habe ich jetzt genug Informationen, um zu sagen, hallo Herr Ufort, mich interessiert irgendwie, was Sie machen oder so. Also was ich maximal kommunizieren würde, ist, ich verstehe nicht, was Sie machen, wollen Sie es mir erklären oder so. Also so insgesamt, ist es mir zu wenig konkret. Also entweder müsste man den Elevator-Pitch genauer nutzen, ein bisschen konkreter, ein bisschen mehr Fakten, oder man müsste sich einen Premium-Account zulegen und die Portfolio-Seite ein bisschen umfangreicher gestalten. Grundsätzlich vom Kunden her ist es schon gedacht, aber nicht wirklich so, dass der Kunde, also ne, wenn Sie daran interessiert sind, Menschen einen Mehrwert zu geben und so weiter, sie zu begeistern und auf diese Weise Kundenbindung zu schaffen. Also wie gesagt, das ist alles ein bisschen, man könnte sagen, Kundenbindung wird auch für Sie ganz einfach mit unserem content-orientierten Tool Inbound-Marketing. Ich weiß nicht, ob so viele Leute schon wissen, was das ist. Also mir ist es insgesamt zu unklar. Also Tipp 1, Profilbild freundlicher gestalten und spiegeln, beziehungsweise eben die Schulterrichtung hin zum Betrachter, also zur in die Seite rein. Zweitens, Netzwerk noch weiter ausbauen. Drittens, Privatsphäre-Einstellungen mal überprüfen und schauen. Das heißt, wir könnten hier mal noch gucken, wie die Aktivitäten eingestellt sind. Das hat er, glaube ich, ganz gut gemacht. Ja, wobei auch die neuen Kontakte hier noch mit eingeblendet werden, das würde ich gar nicht so sehr machen, sondern würde mich mehr auf Inhalt konzipieren, also hier konzentrieren, also vor 18 Stunden Inhalt eingepflegt, vor 2 Tagen, vor 4 Tagen Inhalt eingepflegt. Also die Frequenz, wie ich Inhalt einpflege, würde ich vielleicht noch ein bisschen erhöhen hier an der Stelle und würde aber dafür genau schauen, dass ich zum Beispiel sowas wie neue Kontakte eher ausblende. Was haben wir denn noch hier? Weitere Profile im Netz. Mal gucken. Da ist jetzt nur die Homepage angegeben. Da könnte man, wenn man hat, Twitter-Account oder sowas, mit verlinken, das ist eigentlich auch eine ganz elegante Idee. Gruppen schauen wir mal, Bodenseegruppe, B2B Online Marketing, da kann man schon so ungefähr ein bisschen erkennen, woran jemand Interesse hat oder in welche Region er einzusortieren ist. Aber ich würde, wie gesagt, das Netzwerk noch ein bisschen weiter ausbauen, würde die Privatsphäre und die Ticker-Einstellungen noch ein bisschen enger fassen, also Aktivität ausblenden und das Kontakte getickert werden ausblenden, würde hier diesen Text vielleicht ein bisschen knapper, aber ein bisschen mehr, ja, aussagekräftiger vielleicht gestalten. Und würde eventuell eben mit einem Premium-Account das Portfolio so als Flyer für meinen Service ausbauen und den Leuten ein bisschen mehr Inhalt hier zur Verfügung stellen. Würde vielleicht auch eben hier bei der Aktivität in Gruppen gehen und wirklich Artikel, das tut er hier, also die neuen Spielregeln im Online-Marketing, hier hat er einen Link empfohlen, würde aber vielleicht auch Artikel, also empfiehlt hier eher Links. Und da würde ich eher hergehen und würde vielleicht zum Beispiel ein eigenes Blog aufmachen und dann auch die eigenen Blogartikel verlinken, die dann erklären,
was ich da tue und den speziellen Wert für den Kunden klar machen. Also das wär mein Ansatz für Franklin Offort. Wenn euch noch irgendwas einfällt, was Franklin tun oder lassen sollte, dann tut es doch gerne. Und gebt gerne hier Kommentare ab, entweder unter dem YouTube-Video oder im Blog-Eintrag unter ogok.de. Ich freue mich, wenn ihr diese Videoreihe oder meine Videos abonniert mit dem Abonnement-Knopf. Und wenn dann ein kleines Glöckchen auftaucht, dann könnt ihr mir auch noch einen auf die Glocke geben und darauf klicken. Dann kriegt ihr jedes Mal Bescheid, wenn ein neues Video online geht. Es kann sein, dass ich jetzt mal ein bisschen häufiger Videos mache, weil ich dann auch wieder bei der Republika bin. Vielleicht sieht man sich da ja. Das heißt, ich werde ein bisschen vorproduzieren und da, wie ihr wisst, ich hier alles live vom Screenshare oder der Webcam ungeschnitten und direkt und live sozusagen produziere, muss ich das eben dann auch schon online stellen. Im Blog erscheinen die Sachen dann etwas zeitverzögert. Ja, wie gesagt, ich freue mich über ein Abo. Trink nicht so viel, schwimmt nicht so weit raus. Möge der Saft mit euch sein. Und das war wie immer live ungeschnitten und frisch von der Webcam oder vom Screenshare. Euer Oliver Gaster. Dankeschön und tschüss.